Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play PES 2013, die Meisterliga Online, mit mir, dem Yakinator. Und nochmal ein großes Entschuldigung an alle, die zugeguckt haben beim letzten Mal. Ja, da habe ich ja geschnauft wie ein Walross. Die Atemgeräusche waren unglaublich doll zu hören und das war, weil ich mein Mikrofon viel zu nah an mich herangelassen hatte. Das ist jetzt hoffentlich ein kleines bisschen besser geworden und wir stürzen uns gleich mal ins Spiel. Nach dem letzten spektakulären 2:1 Sieg. Den wir ja schon, da hatten wir das Spiel ja schon fast verloren geglaubt. Möchte ich mich jetzt weiter auf meine Stärken besinnen. Viele Stammkräfte sind dieses Mal wieder zurückgekehrt. Nagatomo, Thiago Silva, Daniel Alves wieder in der Startaufstellung. Vitor Rinaldo rutscht jetzt mal ganz kurz aus der Abwehr wieder ins defensive Mittelfeld. Aufgrund seiner überragenden Form, genau wie bei Cesc Fabregas, sieht es gut aus. Alaba darf heute mal linkes Mittelfeld spielen. Vargas ist ein kleines bisschen ausgepumpt und darf auch mal ein Spiel Pause machen. Und Thiago kriegt endlich seine Chance hier, für den Robben mal einzuspringen. Und Robben, naja, wie gesagt, der kommt dann vielleicht später noch. Müller vorne, war ich noch am Überlegen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich jetzt Müller spielen lassen soll oder Rossi. Also ich würde ja fast sagen, wir lassen den Müller mal spielen erstmal und dann reagieren wir. Ich hoffe, wir finden jetzt gleich einen Gegner. Wir sehen uns, wenn ich einen gefunden habe. Bis gleich. Oh, und wir haben es geschafft und ich lass mich überraschen. Eine große Bandbreite, 401, Teamstärke 900. Ach du meine Güte. Aber es sieht auf den ersten Blick eigentlich relativ human aus. Na gut, das sind ziemlich schnelle Leute, die er da hat. Maicon, David Luiz, nee, das ist schon eine klasse Mannschaft. Sanchez, Ribéry, Balotelli. Huh, da muss der Akinator aufpassen. Gott sei Dank sind viele von meinen Stammkräften wieder genesen. Okay, was gibt's hier noch zu besprechen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Los geht's! Auch der Gegner macht nicht langes Federlesen hier, sondern fängt sofort an. Und das ist ja auch so ein toller Klassiker hier. Mailand gegen Bayern München, Inter gegen Bayern, obwohl so ein großer Klassiker, ich weiß gar nicht. Hatten die schon mal irgendwelche wirklich interessanten oder wichtigen Spiele gegeneinander? So in einer ganz weit zurückliegenden Vergangenheit? Keine Ahnung, also in der Champions League jetzt aktuell? Ja, okay, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich ein kleines bisschen aufpassen. Oh, der Gegner macht ordentlich Druck. Nagatomo, der Souveräne. So, Alaba, der ist auch gut drauf heute, hoffentlich. Man sieht schon, also die Passgeschwindigkeit der Leute hier, phänomenal. Der Gegner ist wirklich nicht hoch genug einzuschätzen. Und dann solche Pässe, die meine Abwehr völlig überrumpeln, sehe ich gerade. So, Thiago Silva in allerletzter Sekunde, sonst wäre hier die tödliche Flanke wahrscheinlich. Oh, Müller. Müller? Och, ganz knapp. Schade. Das wäre jetzt was gewesen, wenn wir jetzt das Tor gemacht hätten. So, im Moment ist der Gegner ein kleines bisschen überfordert mit unserer Abwehrkunst. Wie lange noch? Nein! Oh, das war ja gut. Balotelli, wenn ich mich nicht geirrt habe. Balotelli schießt hier das erste Tor. Verdammt. Was ist denn das? So, Müller. Alaba. Ah, schade. So, jetzt muss ich aufpassen, dass hier nicht wieder so ein tödlicher Pass kommt auf einmal. Alves, Thiago. Oh, und ein schlechter Pass. Das war eine schlechte Idee. Die schlechtestmögliche Idee. Praktisch. Thiago Silva. Nagatomo. Wieder Nagatomo. Oh, schön gemacht. Müller. Fabregas. Oh, und Thiago und Ronaldo. Ach, verdammt. Und der Pass war ein bisschen zu ungenau, leider. Ansonsten hätten wir daraus Kapital schlagen können. So, jetzt aber. Cristiano Ronaldo. Und Cristiano Ronaldo. Ah, verdammt. Müller. Fabregas. Nein. Ach, das war doch jetzt die hundertprozentige Chance, hier noch das Tor zu machen. Den Ausgleich, den umgehenden. Ach, jetzt ärgere ich mich wieder. Jetzt atme ich wieder schwer. Ihr seht's, ihr merkt's, ihr hört's. Ich muss doch mal auch gegen solche Mannschaften hier
ordentliche Spiele abliefern. Ich kann doch nicht immer in meiner Nische hier bleiben. Ich will auch mal über 400 Punkte kommen. Ja, so sieht's aus. Das ist der pure Ehrgeiz, der mich hier antreibt. Uah, Dani Alves, was machst du? Auch nicht schlecht. Und Riesenglück für uns. Goda hat den Ball gerade noch so mit dem Hinterteil abgefangen. Schade, der Gegner lässt die Wiederholung nicht weiterlaufen. Das hätte ich jetzt gern nochmal gesehen. Wie unser Ersatztorwart sein Hinterteil opfert. Sein Popo. Sein Arsch. Er hat sein Rektum riskiert. Oh, und jetzt hat er. Oh, jetzt hat er beinahe das Tor riskiert. Was war denn das für eine Aktion? Na gut, das ist Goda, ne? Das ist halt nicht der Mandanda. Das ist halt nur der Aushilfstorhüter, der gelegentlich mal zum Einsatz kommt, wenn Mandanda sich gerade mal irgendwas gebrochen hat oder so. Okay, Lupfversuch, da ist Goda ganz cool. Fito Rinaldo. Ach. Baut auch ziemlich ab so in letzter Zeit. Okay. Jetzt vielleicht. Schade, direkt kommt direkt wieder. Ach, und jetzt versucht sich Balotelli wahrscheinlich wieder durchzupumpen. Nagatomo. Mist, und Müller verliert den Ball. Und dann sowas. Ah, schön gemacht noch. So, jetzt aber. Och, den muss doch, da hätte doch Cristiano Dingsbums rangehen müssen. Alaba. Schöne Kombination eigentlich. Also ich kann da gar nicht großartig meckern. Och, und Thiago. Mensch, der war da dran mit dem Kopf oder so, ne? So, jetzt aber. Achtung, Obacht. Balotelli wieder auf dem Vormarsch. Gut, diesmal lassen wir ihn nicht einfach zum Zug kommen. Und den anderen Typen da auch nicht. Sehr schön. Sehr schön rausgehauen. Müller. Ah, und Fabregas verarscht sie alle. Und dann spielt er einen Pass und der Pass kommt nicht wirklich an. Ah. Na gut, das bin ich bei ihm ja schon gewohnt. Sanchez gegen Thiago Silva. Pepe. Ah, super. Ganz toll. Aber jetzt fehlt da jemand im Zentrum. Meine Güte. Gott sei Dank war Balotelli jetzt so ein kleines bisschen derangiert. Von der Körperhaltung und von der Position zum Ball her. Da haben wir nochmal Glück gehabt hier. Dani Alves. Oh, und das Adrenalin pumpt wieder. Und das war ein eindeutiges Foul. Das kann man gar nicht anders sehen. Na, ach, und was für ein Fehler von Thiago Silva. Nein! Mist, und Goda kriegt wieder einen rein. Trauring, trauring. Nun gut, für die zweite Halbzeit bleibt jetzt noch zu hoffen, dass wir das hier irgendwie regeln können. Dass wir hier nochmal allen Mut zusammennehmen. Das kann doch nicht sein. Ach, und dann schon wieder so ein Fehler. So, jetzt aber. Thiago Silva, diesmal mit einem Fehler, der keiner war. Also kein Fehler. Höchste Konzentration. Das Sprechen ist jetzt auf ein Minimum zurückgeschraubt. Die 45. Minute bricht an. Hier dürfen wir auf jeden Fall nicht das 3:0 kassieren jetzt. Wer weiß, was der Gegner wieder vorhat. Und keiner geht ran. Super. So, Alaba. Ach, schade. Und ansonsten wäre das jetzt der öffnende Pass gewesen. Nun gut, ich glaube, ich muss noch ein kleines bisschen umdisponieren. Aufstellung. Jetzt kommt erstmal Drogba rein. Also Müller, nee. Müller hat mir gar nicht gefallen. Jetzt kommt erstmal Drogba. Und später kann dann vielleicht noch Rossi. Ich werde auch mal Robben einsetzen für Thiago. Der Thiago, der war mir dann doch ein bisschen zu schwach. So, jetzt muss ich warten, 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 warten. Aufstellung und los geht's. Die zweite Halbzeit bricht an. Und werden wir diesen fabulösen Rückstand hier noch irgendwie aufholen können? Ich weiß es nicht. Fabulös natürlich nur für den Gegner, für meinen Gegner, der sich natürlich freut, hier in der Allianz Arena so eine Show mit mir abziehen zu können.
Das wäre unter Jupp nicht passiert. So, aber wie gesagt, die Kabinenansprache war hoffentlich, hat hoffentlich geholfen. Und Drogba ist ja immer für ein gut Tor gut. Und jetzt mal, ja, auch nicht schlecht. Zwar ein bisschen komisch, aber nun gut. Ich glaube, ich bin da aus Versehen auf die Schusstaste gekommen. Wenn, dann hätte ich den Ball doch jetzt lieber zu Drogba gespielt, der da schon lauerte auf der anderen Seite. So, Cristiano Ronaldo. Robben. Ach, und was für ein Pass. Das hat ja wieder mal gar nichts gebracht. So, gerade noch weggegrätscht hier. Aber wie gesagt, so eine Abwehrarbeit, so eine Miniaturabwehrarbeit ist halt auch relativ wichtig. Und wenn man es kann, dann geht's. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich bin gerade halt noch dabei, das zu lernen. Und was für ein Pass. Was für ein Pass von Robben, den wir gerade eingewechselt hatten. Och, und Cristiano Ronaldo versemmelt den Ball. Schade. Da hätte ich ein bisschen länger raufdrücken müssen. Dann wäre das vielleicht gut gegangen. Jetzt vielleicht nochmal. Och, und schöner Kopfball. Allerdings gehalten. Und nicht wirklich gefährlich für den Torwart. Beziehungsweise fürs gegnerische Tor. Lasst ihn doch nicht die ganze Zeit laufen. Und dann sowas. Und dann so ein Pass. Und der kommt auch noch an, oder was? So, Nagatomo. Mann, ist der cool. Zwar mit dem Fehlpass, aber trotzdem. Mann, ist der cool. Hat er die einfach ausgetanzt. So, und das dürfte jetzt aber Abstoß geben für mich. Gut. Ich warte darauf, dass der Gegner auch langsam ein bisschen kraftloser wird. Dass er keine Lust mehr hat. Dass er mehr Fehler macht. Ich rechne nicht damit, dass mein Gegner jetzt hier irgendwelche Angriffe fährt. Das war nicht abgemacht. Ach. So, und jetzt Robben. Genau da soll er hin. Fabregas. Nein, Fabregas, was machst du denn da? Fabregas, du Pappnase. So, Nagatomo. Jetzt aber Robben. Drogba, meine ich. Alaba! Und der hat auch einen guten Schuss und das gibt sogar eine Ecke. Das gibt sogar eine Ecke. Der ist zwar nicht aufs Tor raufgegangen, der Ball, aber trotzdem, sicher ist sicher, hat sich der Torwart wahrscheinlich gedacht. Und Nagatomo springt hoch und, oh, ganz knapp. Naja, so knapp war es nun auch nicht. Wieder ein schlechter Kopfball vom Yakinator und seiner Truppe. Jetzt Drogba versucht sich den Ball da fast in der Abwehr zu holen. Ein ganz fleißiger ist das heute. Der ackert überall mit. Und was ist jetzt los? Ich habe doch gar nichts gedrückt. Abseits? Ach, kommt. Meine Güte. Och, und schon wieder. Irgendwer hat hier gefoult. Ich habe es nicht bewusst gemacht. Ich war mit den Augen schon beim Ball. Bei einer ganz anderen Situation. Na gut, dann eben nicht. So, und jetzt hätte er mal gleich schießen sollen und nicht diesen dummen Pass spielen. So, Alaba. Drogba. Drogba rennt auf den Ball los. Maicon, kann er den Maicon irgendwie abschütteln? Ach, und dann sowas. Und dann sowas. Jetzt Drogba. Und hier, jetzt machen wir Pressing. Fabregas. Und Fabregas, auch schöner Schuss. So vom Prinzip her. Allerdings ein kleines bisschen zu kraftvoll und zu hoch. So, 20 digitale Minuten noch. Werden wir hier noch irgendwas reißen können? Vielleicht, wer weiß. Jetzt, Drogba. Ach, schade. Er ist immer kurz davor, hier das Tor zu schießen. Er ist mein Held. So, Drogba wieder. Ach, schade. Und das war klar, dass er irgendwie im Gegner landet, der Ball. Jetzt muss ich höllisch aufpassen, dass hier nicht gleich der tödliche Pass kommt. Oh, was ist denn das? So, okay. Und Goda wieder. Ich glaube, vorhin habe ich auch mal aus Versehen Mandanda gesagt. So geht das, wenn man immer dieselben Leute im Tor stehen hat. So, Rinaldo. Hat ja gute Zweikampfkraft eigentlich. Und erkämpft sich hier sogar den Abstoß. Wieder Goda mit einem Abstoß.
Ich weiß gar nicht, warum der Ball auf Alaba geht. Ich habe den eigentlich in eine andere Richtung gehalten. Na gut. So. Ach. Und das war jetzt, glaube ich, kein Abseits leider. Ach, und Goda. Mandanda hätte den gehalten. Verdammt. Und schon wieder zeichnet sich eine bittere Niederlage hier ab. Aber das will ich nicht, nee, das will ich nicht gelten lassen. Keine bittere Niederlage, nur schlechte Pässe vom Fließband. Ich hasse das, wenn der Gegner auch immer in dieselbe Stelle in meiner Abwehr spielt, weil er gemerkt hat, wo ich verwundbar bin. Immer diese analytischen Leute hier, das kann doch wohl nicht wahr sein. Immer in die Mitte hier, ne? Da wohl die ganzen Nulpen von meiner Mannschaft stehen. Und dann sowas. Ich meine, warum kommt denn so ein Pass überhaupt an? Och, och, och! Oh, toller Ball von Pepe, der den Ball da sowas von raushaut, das glaubt ihr ja gar nicht. Dani Alves, machst... Boah. Wie kann man denn so lange brauchen, so einen Ball anzunehmen? Das schaffe ich ja sogar. In der Zeit. Besser. Ach, und Alaba wieder schlecht, schlecht, schlecht. Und wieso brauchen die eigentlich so lange, um den Ball anzunehmen? Ich verstehe das gar nicht. Der Ball springt immer meterweit weg. Ich glaube, ich drücke hier unbewusst immer irgendeine Taste. Wahrscheinlich halte ich die Zweikampftaste oder so zu lange bewusst gedrückt. Und das gibt jetzt aber wirklich einen Freistoß in der 90. Minute. In der 90. Minute so ein toller Freistoß. Da bin ich mal super gespannt, wie das wird. Robben aus 43 Metern, na, das halte ich eher für ein Gerücht. Deswegen soll es doch mal jemand anders versuchen, aber ich glaube, es bringt nichts. Ach, 3:0. Und, ja, eine kleine Enttäuschung, würde ich sagen. Unsere Passquote wesentlich besser als die des Gegners. Und der Gegner hat einfach, ja, okay, ich mache Fairplay. Und dann zum Hauptmenü, ich will das so schnell wie möglich vergessen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay. Und wir kriegen immer nur Gesundheitspräparate. Ich will auch mal was Richtiges haben. Ich will irgendwelche sinnvollen Ergänzungen haben, damit ich hier ein bisschen weiter vorankomme. Und nicht immer zwischen 300 und 350 Punkten stecke. Ich als alter Profi. 2.378.750 ist jetzt auch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Und jetzt müssen wir auch noch den Pepe bezahlen. So sieht es nämlich aus. Der ist nämlich auch nicht gerade billig. Na, immerhin können wir uns Pepe für 20 Spiele leisten. Und zur Not können wir dann auch natürlich andere Spieler noch abstoßen, die wir dann erstmal nicht mehr brauchen. Ich habe da schon so ein paar im Hinterkopf, denen man endgültig mal den Gnadenstoß geben könnte. Und ja, ich würde sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play PS 2013, die Meisterliga Online. Und schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Ne? Denn... ich bin Yakinator und sage Tschüss.